Verehrte Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren Abgeordnete! Und das soll also nun die mutmaßlich letzte Aktuelle Stunde der NPD in diesem Hause sein. Das war sie mit Sicherheit. Wie immer haben Sie sich auch diesmal nicht sonderlich Mühe gegeben. Hauptsache provozieren, hetzen. Ich stelle mir gerade vor, wie die NPD in ihrer Fraktion zusammensatzt und in Ermangelung eines landespolitisch wirklich wichtigen Themas sinniert, was denn immer das Thema so geht. Ausländer und am besten noch Kriminelle dazu. Und was haben wir bislang überhaupt nicht in den letzten beiden Legislaturen behandelt? Tourismus. So, noch einmal. Also, was haben Sie in den letzten zwei Jahren nicht gemacht? Tourismus. Großartig. Und was liegt uns besonders am Herzen? Nicht uns, sondern den Nazis. Frauen. Also, irgendwas mit kriminellen Ausländern, am besten noch Gewalt als Zündstoff, Frauen und wie schön unser Land ist, höre ich Pasteurs schwadronieren. Und dann das Stöhnen von Stefan Köster, der bei dem Thema Gewalt gegen Frauen in gewisser Weise ja eine Fachkraft ist, da er zusammen mit zwei weiteren Männern bei einer Demonstration eine auf dem Boden liegende Frau schlug, eintrat und dafür auch entsprechend verurteilt wurde. Und nun natürlich muss die deutsche Frau als Opfer von angeblicher Gewalt von Migranten herhalten. Das, meine sehr geehrten Damen und Herren, passt ins Frauenbild der NPD. Aber ich möchte, so meine Damen und Herren, ich möchte gerne ein Beispiel nennen, und zwar hat in einer Rede von Tino Müller am 14. Mai 2009 sagte er, und hier zitiere ich, dass jedes Geschlecht seine Aufgabe im Dasein des Volkes und dieser Rolle gilt es gerecht zu werden. Und dass wir, liebe Abgeordneten, endlich, ich zitiere wieder, die deutsche Frau als Mutter und Hüterin der Familie zu fördern hätten. Dass gerade wir Frauen in unserer aufgeklärten und gleichberechtigten Gesellschaft das Recht auf ein selbstbestimmtes Leben haben, kommt den Herren der Fensterfront überhaupt nicht in den Sinn. Aus dieser verqueren Ansicht resultiert auch dieses Mal dieses unsinnige Thema der Aktuellen Stunde. Hat sich die NPD schon einmal mit der Frage von Gewalttätigkeiten deutscher Männer gegen deutsche Frauen beschäftigt? Geschweige denn, kann sie hierzu Zahlen vorlegen oder hat sie dieses Thema in den letzten Jahren in einen Antrag umgemünzt? Nein, Fehlanzeige und totgeschwiegen. Dabei ist die häusliche und sexualisierte Gewalt immer noch sehr hoch und wird häufig aus Scham und Angst vor Ausgrenzung und sozialem Abstieg nicht angezeigt. Menschen mit Migrationshintergrund, insbesondere aus mehrheitlich muslimisch geprägten Ländern, wird oft pauschal Frauenfeindlichkeit unterstellt, die als Grund für die Ablehnung von Einwanderung ausgeführt wird. Sehr geehrte Damen und Herren, Diskriminierung von Frauen und sexualisierte Gewalt fand in MV aber vor allem schon lange vor der aktuellen Flüchtlingssituation statt, nämlich in Familien und Partnerschaften. Die Dunkelfeld-Studie der Polizei Mecklenburg-Vorpommern ergab in diesem Bereich, dass 98,4% der Gewalttaten in Ehe und Partnerschaft und 98,8% der sexuellen Gewalt nicht angezeigt werden. Genau diese Gewalt wird aber von der NPD dagegen überhaupt nicht thematisiert. Der dritte Landesaktionsplan zur Bekämpfung von sexualisierter und häuslicher Gewalt macht deutlich, dass die Betroffenen eben keine homogene Gruppe ist, sondern Einheimische und Geflüchtete gleichermaßen betrifft, ebenso wie Menschen ohne und mit körperlicher Einschränkung. Das werden wir am Freitag noch vertiefen. Gerade der absurde Titel der Aktuellen Stunde zeigt aber, dass die NPD bei dem Thema hoffnungslos überfordert zu sein scheint. Ist, können wir auch noch drüber diskutieren. Denn es sind derzeit vor allem die Gewalttaten und Übergriffe auf Flüchtlingsunterkünfte, auf Asylsuchende und die engagierten Helferinnen und Helfer, die aktuell die Wahrnehmung und die Medienberichte prägen. Über 1.000 Fälle allein im letzten Jahr und die Zahlen werden wahrscheinlich noch in diesem Jahr übertroffen werden.
Aber mir sind auch noch Vorfälle im Gedächtnis, in denen tatsächlich Urlauberinnen und Urlauber angegriffen wurden. Im Juli letzten Jahres in Rostock-Warnemünde, dort wurde eine Gruppe von Touristinnen und Touristen aufgrund der Hautfarbe der Urlauber körperlich angegriffen und beleidigt. Eine Urlauberfamilie, die im Juli 2014 beim Zelten in Krugsdorf in Vorpommern-Greifswald rassistisch beleidigt und mit Steinen angegriffen wurde. Oder eine Schulklasse, die in Grimm aus fremdenfeindlichen Gründen angegriffen wurde. Das war im Jahre 2009. Im Jahre 2008 wurden auf einem Campingplatz in Ückeritz mehrere Camper, darunter Jugendliche, von einer ganzen Gruppe von Rechten überfallen und zusammengeschlagen. Und eine Schulklasse aus Potsdam im Burg Stargard im Jahre 2006 ist Ähnliches passiert. Die Liste lässt sich beliebig fortführen und reicht bis in die 90er Jahre, als 1992 Rechtsextreme in Kühlungsborn ein Ferienlager überfielen und Schülerinnen und Schüler und Lehrerinnen aus Lehre aus Berlin mit Gewalt bedrohten und zur Abreise zwangen. Gerade diese Beispiele haben bei Touristinnen und Touristen zu Vorbehalten gegenüber unserem Bundesland geführt. Und dass Mecklenburg-Vorpommern touristisch dasteht, wo es steht, ist sicherlich nicht wegen der NPD, sondern trotz der NPD und gewalttätiger Rechtsextreme. Die von rechtsextremer Gewalt betroffenen Urlauber haben meist geäußert, die entsprechenden Regionen oder Mecklenburg-Vorpommern insgesamt nicht mehr besuchen zu wollen. Das ist die Konsequenz dessen, was wir seit Jahren erleben müssen. Und ja, es gibt einen Schutz vor Gewalt. Der beste Schutz aller Menschen in unserem Land ist die Akzeptanz unterschiedlicher Lebensweisen und die Selbstbestimmung. Meine Herren der NPD, und damit haben Sie immer noch das größte Problem. Ich danke für die Aufmerksamkeit. Ich mache an dieser Stelle darauf aufmerksam, dass wir seitens der Landesverwaltung den Redebeitrag des Abgeordneten Herrn Pasteurs natürlich noch mal genauestens prüfen werden, ebenso wie die Zwischenrufe, die hier von Seiten der Fraktion der NPD gemacht wurden. Meine Herren, ich mache Sie noch mal darauf aufmerksam, dass Sie die Äußerungen hier vorne vom Präsidium weder zu kommentieren noch zu bewerten haben. Ich rufe auf den Tagesordnungspunkt 2, zweite Lesung und Schlussabstimmung des Gesetzentwurfs der Fraktionen der CDU und SPD, Entwurf eines Gesetzes zur Einführung eines Leitbildes Gemeinde der Zukunft und zur Änderung des Finanzausgleichsgesetzes auf Drucksache 6/4846 und hierzu die Beschlussempfehlung und den Bericht des Innenausschusses auf Drucksache 6/5476. Das Wort zur Berichterstattung hat der Vorsitzende des Innenausschusses, Herr Marc Reinhardt. Sehr geehrte Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Kolleginnen und Kollegen, Ihnen liegt die Beschlussempfehlung und der Bericht des Innenausschusses auf Drucksache 6/5476